Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zur Castle Story. Unseren letzten paar Metern. Was ist mit dir los, Chippo? Du sollst doch arbeiten. Ja, wir haben halt nur noch diesen grünen Fleck hier. Müssen noch das hier und das hier auffüllen und natürlich den Fleck nach vorne hin auffüllen. Treppenteile bröckeln weg. Und ja, ich habe mir da überlegt, wir machen das folgendermaßen. Wir füllen jetzt hier das alles auf, was wir auffüllen können. Machen schon mal einen Teil von der Treppe hier weg. Das war jetzt nicht beabsichtigt, Entschuldigung. Tschischka. So, dann nehmen Sie nämlich nicht mehr diesen Weg hier schon mal. Und ja, dann können hier in Ruhe alles auffüllen. Damit wir nachher eine einheitliche homogene, yay, ich mag das Wort homogen, homogene Milch. Ja, schlechter Wortwitz. Trinkt niemals homogenisierte Milch, die macht euch nämlich homosexuell. Trinkt lieber pasteurisierte Milch, die ist vom Pastoren gesegnet. Und der ist nicht von mir. Ah. Wobei es halt irgendwie schrecklich ist mittlerweile, wenn die Leute nur Homo hören, bestimmte, dann drehen sie vollständig am Rad. Dabei sind wir alle Homo sapiens. Nur mal so am Rande. Aber ja, zurück zum eigentlichen Thema. Wir haben jetzt bald die gesamte Ebene einheitlich gemacht. Und ja, es ist gut, dass sie jetzt alle wieder die Treppe hier nehmen. Und nicht mehr die vordere. Die hintere meine ich. Haben sich ja schon wieder alle Mühe gemacht, den Block in einen Schweizer Käse zu verwandeln an allen Ecken.
Hier können wir eigentlich langsam mal wieder verschieben. Ah, das war zu weit. Genau, mach einen wieder mitten rein. Weil wir es ja so schön finden. So, weisen wir die einfach mal neu zu. Vielleicht hilft das ja doch ein bisschen. So wie es aussieht, eher nicht. Das macht noch mehr kaputt. Oder auch nicht. Also halber. In der Zwischenzeit können wir schon mal den nächsten Query setzen. Der geht von da bis da. Die Treppe geht nach hier und der geht, glaube, etwas zu weit nach unten. Ja, der muss nur so weit runter gehen, oder? Ja, sieht richtig aus, soweit. Oder auch nicht? Hä? Bin gerade verwirrt. So geht er nur so hoch bis zu der Schicht und der muss eins tiefer, ja, genau. Er sollte aber auch bis zum Rand gehen. Und ja, da war das Problemchen. So, das sieht jetzt richtig aus. Ja, so kann man es auch machen. Und es leckt mal wieder.
Ja, sieht wieder sehr löchrig aus. Aber hey, die haben bald mal eine weitere Schicht weg hier. Mann, die haben sich echt Mühe gegeben, das Ding löchrig zu machen. Vor allem hier auch schon wieder, sehe ich gerade. Aber ja, Steinmangel werden wir gerade eh nicht haben, deswegen spare ich mir das Micromanagen. Wir sollen das Ganze einfach abbauen. Ach, genau. Schmeiß alles dagegen rum. Hier runterspringen bitte. Oh, du nimmst die Treppe. Okay. Achso, du springst jetzt von da runter. Da. Wait, sie haben bis jetzt zwei ganze Ebenen abgebaut. Die dritte ist ein Schweizer Käse. Aber ja, dadurch, dass sie halt auch so lange laufen müssen, dauert das eben eine Weile. Ja, dadurch, dass sie immer mal wieder stehen bleiben und überlegen müssen, was sie als nächstes machen wollen. Sind bald bei 70 Stunden. Also ein bisschen Zeit werden wir noch brauchen. Ich hoffe jedenfalls nicht, dass 80 Stunden draus werden. Und an der Stelle mal ein großes Danke an alle Zuschauer, dass ihr hier noch durchhaltet. Ich meine, sehr spannend ist es nicht gerade und meine Kommentare sind da auch nicht gerade, machen es auch nicht gerade besser, sagen wir so. Ja, jetzt wird es langsam kriminell hier.
Wie gesagt, ist mir gerade sowas von Schnubbe. Wie viel, was sie, wo, was sie einlagern. So, bringen wir das weg. Dann haben wir wieder die gerade Zahl. So, wie sieht's hier aus? Hier können wir auch mal wieder verschieben. Ist der da gerade einmal um den Marker rumgelaufen? Sah sicherlich, sah sehr komisch aus.